Wir sind draußen in Teltow, haben gerade das erste Suchfeld angelegt und müssen jetzt 20 Minuten verstreichen lassen, bis Conan zum ersten Mal eine Fährte suchen darf, beziehungsweise eben ein Suchfeld. Das Suchfeld ist ungefähr 1 mal 1,5 Meter groß und besteht einfach aus plattgetrampeltem Boden und den Gewächsen, die da sind. Und dann habe ich da ganz viel Futter drauf gestreut. So, wir werden ihm dafür ein besonderes Geschirr anziehen. Das war eins, das hatte ich schon. Das habe ich aber erst 1-2 Mal verwendet. Deswegen verbindet er das noch nicht mit irgendwas anderem. So, wir sind zurück in Richtung Feld. Vorne auf dem Feld ist es. Ich muss ihn jetzt mal an die Leine nehmen, sonst erkennt er es nämlich wieder. Okay, wir sind da. Das Geschirr sitzt und wir werden jetzt ins Suchfeld gehen. So, komm mal mit. So ist fein. So, das Suchfeld ist da vorne. Da, wo der Frost weggetreten ist. Frost ist natürlich jetzt nicht unbedingt optimal. So, und jetzt werden wir dem Hund gleich sagen, er soll suchen. Machen einen großen Schritt. Such. Such. Liegt überall Futter. Such. Such. Ja, wenn er das Suchfeld verlässt, ist okay. Such. Futter liegt ja nur hier drin. Such. 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 Super machst du das. Super. Such. Such. Das Futter sollte ungefähr die Farbe wie der Untergrund haben, also braun oder grün in diesem Fall. Such. Und immer wenn er besonders intensiv sucht, sagt man ihm Such. Such. So, und dann verlässt man das Suchfeld, obwohl noch Futter drin liegt. Conan, okay, komm. Fein. Klasse gemacht. Ja, das war das erste Suchfeld. Super klasse. So, jetzt machen wir mal zweites Suchfeld. Gucken wir uns mal die gesamte Routine an. Also, er ist schon super, super aufgeregt. Wir nehmen erstmal das entsprechende Geschirr. Ihr sollt es ja damit assoziieren. Das ist ein Suchgeschirr. Ups. Achtung, Foto. Super. Und Foto. Ja, es ist ein dicker Hund. Ja, okay. Knöpfen das hier zusammen. So, und jetzt machen wir noch ein paar Aufwärmübungen. Noch nicht. So schnell geht das nicht. Conny? So, pass auf. Super klasse. Jubi, jubi. So. Komm mal her. Mal sitzen. Sitzen. Super. Bleiben. Sitz. So. Wir wollen einmal den Kopf nach oben strecken. Nein, sitzen. Nach oben strecken. Klasse. Zur einen Seite strecken. Zur anderen Seite sitzen. Conan, sitzen. Nochmal strecken. Und nochmal strecken. Okay. Super. So. Jetzt nehmen wir Hund und Kamera mit. Schwupp. Und begeben uns am besten in Ruhe zum Suchfeld. Conan.
ruhig jetzt. Er ist super mega aufgeregt. Das Suchfeld ist da, wo das Stöckchen steckt. Oh, und er zieht wie ein Berserker. Conan, pst. Sitz, sitz. Langsam. Okay, wir sind drin. Such. 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 Super, klasse. Such. Ja, super. Such. Such. Ah, ah. Such. Ja. Super. Such. Es gibt eine Korrektur, wenn er die Nase hochnimmt, weil er soll mit nach unten gerichteter Nase suchen. Such, super. Fein. Ist hier überhaupt noch Futter? Ich weiß ja nicht, vielleicht war ja schon andere Hunde hier. Es ist ja egal, wo man hingeht. Man ist nie alleine. Such. Jawohl. Klasse, klasse. Such. Jawohl, super, klasse. Gut, 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 machst du das. Such. Super. Super. Such. Ja, direkt vor der Nase liegt eins. Also ich glaube, es war keiner hier. Jawohl, klasse. Such. Ja, jetzt verlässt er langsam das Feld, aber da sind mir tatsächlich welche hingefallen. Ich habe sie nur selber nicht gefunden. Such. Ja, super. Okay, und man soll das Suchfeld verlassen, wenn noch Futter da ist. Ich kann es nicht sehen, aber er hat jetzt schon ganz schön viel eingesammelt. Wir werden jetzt einfach mal langsam gehen. Also ich sehe hier noch ein, zwei Stücken, aber ja. Such. Conan, komm. Komm. Ah, oh, er will nicht. Komm. Super, klasse. Suchfeld Nummer 2.